Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könntet ja auch woanders sein. Heute geht es um Reagenzgläser. Ich will einen Halter bauen für Reagenzgläser. Meine Freundin befüllt so Reagenzgläser mit Badesalzen und ähnlichem. Irgendwer muss ja das Geld im Haus verdienen, wenn ich schon mit meinen YouTube-Videos die Zeit verschwende. In dieser Zeit könnte ich ja Straßenmusik machen und würde Geld verdienen. Was braucht man dazu? Einen Forstenbohrer mit dem Durchmesser des Reagenzglases. Das hat 17,5 Millimeter und der hat 20 mm. Dieser Bohrer, dann braucht man eine Schleifmaschine, Leinöl, Firnis braucht man dazu, also brauche ich dazu. Ihr könnt auch Altöl nehmen, wenn euch der Geruch im Haus gefällt. Hier habe ich eine Fasstaube, also von einem Rotweinfass. Das war zweigelt. Hier habe ich noch vom Deckel quasi vom Weinfass was. Hier habe ich ein Restholz-Eiche, der Kern mit dem Riss quasi. Und hier habe ich ein Buchenstück. Wir werden das jetzt mal hobeln und schauen wir, wie es ausschaut. Das andere muss ich ja nicht hobeln, das ist ja quasi schon fast fertig. Also hobeln, verkehrte Richtung, hobeln. Oh, baby, so you where you get to be see you. Away, you stay alive, you so you go home. Das reue ja gala, wie you so true. Badro, you know, so true, grobo. Absaugung. Das Eichenteil ist ausgehobelt. Jetzt brauchen wir doch noch Werkzeug, und zwar die Säge und eine Zwinge. Ich will das hier abschneiden. Das wirkt mir zu groß. Jetzt, wenn ich das so hernehme, würde das hier aufstehen und hier aufstehen. Ich schneide das hier ab, spanne ich mir das hier ein. Durchgesägt, ohne die Werkbank zu verletzen. Da muss ich jetzt öffnen. Jetzt zwickt das Blatt, wenn das so nach unten drückt. Hier sieht man, dass es wackelt. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon wisst, was ich weiß. Ich weiß, dass meine Langbandschleifmaschine schon funktioniert. Und wenn ich dieses Teil jetzt hier oben raufhalte, schleift es sich ja gerade und dann schaukelt es nicht mehr. Das werden wir jetzt probieren. Das ist jetzt quasi wie Abrichter, nur auf der Schleifmaschine. Absaugung brauche ich keine Einschalter, denn der Staub fährt sowieso in die andere Richtung. Die Absaugung wäre ja hier unten, wenn ich in die andere Richtung schleife. Hier mache ich das Band wieder locker. Die Maschine läuft noch aus und dieses Teil sitzt jetzt ordentlich auf, denn es ist ja quasi abgerichtet. Über die Abrichtmaschine würde ich mich mit so einem kleinen, extrem runden Teil nicht fahren trauen. Das würde hängen bleiben und also beim vorderen Tisch, beim Abgabetisch oder wie heißt der. Auf jeden Fall, zur Bandschleifmaschine gibt es zu sagen, das Band zieht das zu schleifende Teil, wie man hier sieht beim Auslaufen, in diese Richtung und drückt mir die schleifende Platte hier an diesen Anschlag an. Jetzt fährt ja der ganze Staub natürlich hier rein und hier innen wird abgesaugt. Oben läuft ja das Band in die andere Richtung, also fährt mir der Staub ja aller dorthin. Daher habe ich die Absaugung nicht aufgedreht, weil es eigentlich null Sinn hätte, in die verkehrte Richtung zu saugen. Also dieses Teil ist fertig, diese zwei Teile sind zum Verbrennen. Dann hier das nächste, gerade abschneiden. Hier kann man sagen, ist es schon ein gerader Schnitt. Hier schneide ich es noch ab. Das weiß ich nicht, ob mir das gefällt jetzt noch. Aber egal, nehmen wir es. Und diese Buche hier lassen wir das auch. Jetzt haben wir diese vier Teile und irgendeiner wird dir hoffentlich gefallen. Oder vielleicht gefallen ihr alle. Jetzt reißen wir uns an, wo die Bohrungen sind. Nehme ich nur meinen Finger und übertrage mir das parallel. Wie kann ich jetzt mit gleichen Abständen, ohne dass ich viel messen muss, mir immer die Markierung machen, wo gebohrt werden muss? Ganz einfach mit einem Zirkel. Zwei
cm lassen wir Luft am Rand und dann ist die Bohrung mit 2 cm, 1, 2, okay, 3 cm. Ein bisschen Luft sollte er sein. Soll ich nur 3 einstellen? Da ist das erste mit 2. So, jetzt bohre ich hier. Ist das so schön? Und jetzt ist das nächste hier. Die hängen irgendwie da. So richtig gefallen tut mir das jetzt nicht. Das hier muss ich auch von Hand bohren. Dazu werde ich auch mit dem Zirkel erst einmal 1, 2 hineinmessen. 1, 2 hineinmessen. Und dann müsste ich mir theoretisch, also dass am Schluss nicht irgendwelche Luft überbleibt, müsste das normal dividiert werden. Aber diese Zeit habe ich nicht. Das geht sich aus. Ha! Schon wieder Glück. Jetzt kann man hier sehen, dass ich mit dem Zirkel quasi von beiden Seiten die Mitte hier so erreicht habe. Das wäre dann hier genau die Mitte vom Brett. Wenn ich jetzt hier hineinbohre, ist das eigentlich recht schön aufgeteilt, ohne dass ich viel gerechnet habe. Natürlich sollte sich die Luft zwischen den Bohrungen auch noch ausgehen, aber das geht sich sicher aus. Die Eiche habe ich fertig gebohrt und jetzt, da ich das jetzt angerissen habe, werde ich das noch bohren. Hier bohre ich jetzt ein wenig schräg, damit die Gläser so nach hinten hängen, wäre mein Plan. Hier wieder meine 2, 2, wieder von der anderen Seite, um die Mitte schön zu finden. Und ich bin genau in der Mitte. Also ich habe wirklich nur Glück. Wenn ich im Lotto gewinne, dann fange ich an, mir ein Burgenlandhaus zu bauen. Da kommt dann ein Kamerateam und filmt. Den Hobel werde ich mir fein einstellen, dass das besser gleichmäßig ist. Natürlich wäre es sinnvoller, wenn ich das in die Hobelbank einspanne. Das ist quasi fertig. Das hier werde ich nur schleifen. Und das hier auch, das Buchenteil auch. Aus. Ölen ist an der Reihe. Hier habe ich Leinöl-Firnis. Nein, das ist normales Leinöl. Also ohne zusätzliche Härte oder ähnliches. So, jetzt kommt Handschuhe anziehen. Unterlegpapier. Unterlegleistner. Das ist mal das schönste Stück. Hier bin ich schon gespannt, wie da das Rot, der Rotwein rauskommt. Die Pinsel lasse ich eigentlich immer im Leinöl stehen.
Also wenn es ein Lionel Firn ist mit Trockenstoffen, ist das nicht unbedingt die ideale Art, um den Pinsel zu lagern, denn das wird trotzdem irgendwie hart und so schleimig. Aber hier in diesem Lionel kann ich den tausende Jahre aufbewahren. Mit einem Baumwolltuch abpolieren und dann hier drauf neben den Ofen. Hier steigt die Hitze schön auf. Gute 10 Minuten habe ich das jetzt trocknen lassen. Also nicht trocknen, einziehen, besser gesagt. Ganz wichtig, diese Leinöl-getränkten Baumwolltücher oder Stofftücher nicht irgendwo hinschmeißen, die können sich selbst entzünden. Entweder man gibt es in eine Tonne, luftdicht verschlissen, Blechtonne und stellt sie auf einen Betonboden. Ich würde sie mir auf so Holzboden nicht stellen trauen. Oder man gibt sie in einen Kübel Wasser, das mache ich eher nicht. Ich hänge sie draußen im Freien immer so hin, dass es austrocknen kann. Hat sich auch noch nie was entzündet. Ist egal, es hängt im Freien, es ist weit und breit nichts, das brennen kann. Und so kann das jetzt auslüften. Hängt das Tüchlein draußen im Freien, es kann austrocknen, auch die Teile können trocknen. Hier ein kurzer Blick über die Teile. Falls ich jetzt nicht vergesse, werde ich am Schluss des Videos noch einen Schwenker über die hergestellten Reagenzglashalter sehen, wo die Reagenzgläser dann drinnen sind. Schönes Wochenende, schönen Sonntag hätte ich fast gesagt. Wenn ihr Zeit habt, geht in der Natur herum und pfeift. Das ist sehr erholsam. Bis nächste Woche. Gefällt mir drücken, wenn es euch gefallen hat. Das ist ganz wichtig. Nur ein abonnierter Kanal ist ein abonnierter Kanal. Wenn er nicht abonniert ist, ist er nicht abonniert. Tschüss, Papa. Danke. Das war zweigelt. Südhang, Barrikausbau, 2016er Jahrgang, die Weinlese war am 2. Oktober nachmittags. Auf jeden Fall.